Unsere Preußen wollen den dritten Dreier holen in Schwarz von rechts nach links. Und Füchse von links nach rechts in Weiß-Grün. Ersten Aktionen. Und ja, gar nicht mal schlecht. Ich weiß gar nicht, wer das war. Vincent Toloczynski, genau. Also seht mir es nach, wenn ich nicht sofort die Protagonisten erkenne. Jana Öcin, den kennen wir aber. Der ersten Möglichkeit. Menz sehen wir hier. Christoph jetzt mit dem langen Ball in den Strafraum. Die Lichtverhältnisse sind suboptimal, also das Flutlicht schwach, aber ich denke, was ist das jetzt? Jana Öcin steht plötzlich völlig frei und den macht er glücklicherweise nicht. Aufpassen, Preußen. Achtung! Und tatsächlich, so ist es. Aufpassen, Preußen. Achtung! Und tatsächlich, so ist es. Das war viel zu einfach. Das ist völlig frei. 13. Minute, 1:0 für die Füchse Berlin. Durch die Nummer 13, Michael Trotzer. In Führung gehen können müssen. Und das ist doch auch mal eine Chance. Richie Rumler. Und ich glaube, es ist Wedemann, der klärt. Pass jetzt zum 1:1. Auf Baran Aslan Şah. Aber gut gemacht. Toloczynski. Jetzt geht es sehr schnell. Rumler vielleicht jetzt Ausgleich. Ah, oh, da war jetzt wirklich wieder mehr drin. Kugel senkt sich. Aber Nelson von den Füchsen kann klären. Jetzt geht es natürlich wieder schnell, das wissen wir. Rieberg. Was macht er? Wen sieht er? Nein. Ja. Rieberg. Was macht er? Wen sieht er? Nein. Ja. Der einen Seite. Versäumt. Ja, der Assist kam Rumler zweimal und dann ist es wieder Kevin ein Konter. Mann, Nummer, Nummern, ärgerlich. Chance für unseren BFC Preußen. Er bleibt am Ball. Kelly, und jetzt gibt es leider Abseits. Konnten wir jetzt nicht so genau sehen, ob es Abseits war. Aber auf jeden Fall hören wir den Halbzeitpfiff. Das war der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Jonas Tilewski. Toloczynski, sehr dynamisch in Richtung Strafraum. Jonas Saller, jetzt Möglichkeit für unseren BFC Preußen. Und da ist es. Toloczynski, sehr dynamisch in Richtung Strafraum. Jonas Saller, jetzt Möglichkeit für unseren BFC Preußen. Und da ist es. Na geht doch, Sebastian Huke. 2:1. Wedemann. Kutsche. Auf Rieberg. Aufgepasst. Bloß kein drittes jetzt. Doch. Kutsche. Auf Rieberg. Aufgepasst. Bloß kein drittes jetzt. Doch. Steht 3:1 für die Reinickendorfer Füchse. Es sind 75 Minuten gespielt. Unser BFC Preußen verliert bei den Füchsen Berlin. Hätte noch die Möglichkeit gehabt, als der Anschlusstreffer fiel, in der zweiten Halbzeit aufzuholen. Durch Sebastian Huke, das ist nicht gelungen. Die Füchse legen dann nochmal nach. Jana Öcin mit dem 3:1 am Ende. Verlieren wir das Spiel? Ganz ehrlich, es ist eine andere Niederlage mit einem anderen Niveau. Da bin ich bei dir, Frank, weil wenn man die Niederlagen gegen Berliner SC sieht, wenn man die Niederlagen gegen Frohnauer SC sieht, dann war das schon ein Riesenquotensprung. Wir haben gegen sehr, sehr starken Gegner gespielt, das darf man nicht vergessen. Füchse war sehr, sehr stark, gut eingestellt und
Ich kann der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Wir haben leider das 2-0 durch einen ganz stark individuellen Fehler bekommen. Da kommt eine Ecke, die verteidigen wir überhaupt nicht gut. Da müssen wir das an der Mittellinie lösen, die Situation. Und dann rennst du natürlich ein 2-0 hinterher, dann 2-1, dass wir dann ein bisschen aufmachen, ist natürlich klar. Aber ich kann der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Wir haben gekämpft, wir haben gut Fußball gespielt. Wenn man sieht, das ist unser Tor, wie wir es herausgespielt haben. Was will man da meckern? Dann haben wir ja noch richtig Pech mit Richie Rümmer, hätte zweimal treffen können, müssen vielleicht sogar. Habe ich mit Uwe Utz in der Halbzeit gesprochen, okay, ein gutes Spiel, vielleicht noch was möglich. Dann kam ja das 2-1, war ja die richtige Einwechslung. Sebastian Hucker, warum haben wir dann nicht nachgelegt? Was denkst du? Was fehlt denn an unserem Spiel, dass es nicht zum 2-2 kam? Ich muss sagen, das hat dann Füchs auch gut gemacht. Sie haben dann 2-1 das 2-1 bekommen und dann haben sie sich einfach kompakt hinten reingestellt, haben auf ihre Möglichkeit gewartet und dann haben sie auch die Leute, das zu machen. Wir haben dann natürlich, sind wir auch ein bisschen Schönheit gestorben, statt dann einfach zu spielen, wollten wir mit dem Kopf durch die Mitte und das haben wir die ganze Zeit nicht gemacht und wir sind über die Außen gekommen und dann wollten wir einfach zu viel durch die Mitte und dann sind wir irgendwann in den dritten, vierten Konter reingekommen und dann war die Sache erledigt. Jetzt können wir es ja am nächsten Sonntag ausgleichen beim Lichtenrader WC. Ich denke mal, das ist doch eine ganz gute Sache hier heute gewesen, dass wir optimistisch sein können. Na klar bin ich optimistisch, weil wir uns jetzt von Spieltag zu Spieltag gesteigert haben. Nach Blau-Weiß, muss man sagen, sind wir auch spielerisch viel, viel stärker geworden. Wenn ich das Tor sehe, was wir geschossen haben, das war einfach ein super Tor, wie wir das hier rausgespielt haben. Wir hatten viele gute Szenen wieder. Ja, die Mannschaft steigert sich ja immer mehr und ich muss sagen, auch Schaffer und Huke, die reingekommen sind, waren ja ein belebendes Element für uns. Für Alexander und für Benny war es ein bisschen schwer, in so ein hektisches Spiel reinzukommen und das ist ja völlig normal. Ich habe gerade mit deinem Kollegen Steven Hobbits, der hat einen guten Einstand gefeiert oder feiern durfte, gesprochen. Er sagt, er kann überhaupt nicht verstehen, warum wir da überhaupt unten stehen. Ja? Was sagst du denn über die Füchse? Denkst du, dass sie nachher mit im Aufstiegskampf noch was zu reden haben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war mit Mariendorfer SV bisher das Beste, was wir gespielt haben. Die haben schnell gespielt, die haben einfach gespielt, die haben gute Spieler, die haben auch, sage ich mal, diese Abgezocktheit, sich mal fallen zu lassen, zu schreien und so. Das ist schon eine Top-Qualität, die dort ist. Und deswegen bin ich heute auch nicht unglücklich, weil wir haben sehr, sehr gut dagegen gehalten. Aber wir haben, das vergessen ja viele, wir haben zum Beispiel letzte Woche, auch diese Woche, 7 Spieler, die letztes Jahr noch Landesliga gespielt haben drin. Ja, wir sind da sehr, sehr mutig und nehmen diese Spieler, lassen sie von Anfang an spielen, was viele nicht sehen. Das ist eine Lehrstunde für einen Rummler, für einen Schaffer, natürlich. Hatte Uwe Utz in der Halbzeit gefragt, ob es noch personelle Nachjustierung geben soll zur Rückrunde? Da sollen Gespräche mit dir geführt werden noch? Naja, warum sollen wir jetzt wieder alles so durcheinander würfeln? Es sind viele Spieler im Sommer gekommen. Die müssen wir jetzt auch so ein bisschen das Vertrauen schenken. Vielleicht will der eine oder andere nicht mehr, weil er vielleicht auch nicht die Gelegenheit bekommt, sich zu zeigen. Da muss man natürlich so einen Spieler ziehen lassen. Da muss man natürlich mit so einem Spieler ordentlich reden, aber wenn man überlegt, wir haben noch einen Meli, wir haben einen Jan, die noch gar nicht mit bei sind, da kommt ja noch sehr, sehr viel Qualität nach. Wir müssen gucken, ob wir vielleicht etwas im offensiven Bereich machen. Ja, da hadert es doch, das hat man gerade in der ersten Halbzeit gesehen, dass wenn Schaffram, Jos Möller, Huke nicht spielen, dann fehlt doch ein bisschen was, obwohl Baran und Rumler das eigentlich gut machen, Liam Kelly sowieso immer gut machen. Aber ein bisschen Qualität fehlt, um dann mit so einer Mannschaft auf Augenhöhe zu spielen. Stand jetzt werden wir uns überlegen, aber wir haben 27 Mann im Kader. Was sollen wir da jetzt nachjustieren? Eher müsste man den Kader verkleinern, meiner Meinung nach. Und nächste Woche kann es ganz anders aussehen nach dem Spiel gegen den Lichtenrader WC. Vielen Dank, Daniel, ne? Dass du dich gestellt hast. Ne? Danke. Ja, da haben wir auch schon den Sieger, Steven Hobbits, zum Einstand. Gewinnt ihr 3-1 gegen unseren WFC Preußen, verdient? Ja. Warum? Weil wir kompakt gestanden haben, nicht so viel zugelassen haben. In der zweiten Halbzeit kann ich mich außer das Tor an keine Chance groß von Preußen erinnern, die richtig gefährlich wurde. Wir haben immer wieder Nadelstiche gesetzt, die richtig brandgefährlich waren. Also war ein verdienter Sieg. War das der Plan, sich im eigenen Stadion hinten reinzustellen und uns auszukontern? Naja. Hinten rein, das heißt ja nicht mal hinten reinstellen. Kompakt stehen heißt ja nicht mal hinten reinstellen. War ja fast ein Abwehrpressing, ne? Naja, das heißt die Räume eng machen, Preußen nicht viel geben und mit unseren schnellen Spielern, naja. Ist aufgegangen, ne? Ja, komplett. Wen würdest du denn heute herausstellen aus deiner Mannschaft? Spieler des Tages? Ja, da hebe ich keinen raus. Bei einem Sieg, die Mannschaft gewinnt zusammen, die verliert zusammen, hebe ich keinen raus.
gucken wir noch mal ein paar Wochen zurück. Ja, Sparta war schon auf 30 Zähler. War eigentlich schon alles gelaufen, so gedanklich. Ne? Jetzt seid ihr wieder voll drin, ne? Ja. Aufstiegskampf. Ja, ja. Weiß nicht, wir waren ja auch nie richtig weg. Wir geben Gas und dann gucken wir mal. Kommen wir noch mal zu unserer Mannschaft. Wie ihr habt jetzt gegen sie gespielt? Wie beurteilt du sie? Es war eigentlich ein offenes Spiel heute, ne? Die sind ja deutlich stärker als der Tabellenplatz. Mit Daniel Vollbart, ja auch ein super Trainer. Da sieht man gleich, dass die Jungs fit sind, die marschieren, die haben einen Plan. Aber unser Plan hat halt auch gut funktioniert. Ja. Was denkst du, euer Engagement, ist das jetzt erstmal kurzfristig oder viel länger geplant mit Lars Niesen? Dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja, erstmal bis zum Winter und dann schauen wir weiter. Sieben Haubitz, vielen Dank, ja? Alles Gute. Ja.